Willkommen zur ersten Folge des Gruselarchivs, einer Serie, in der ich mich den seltsamen, gruseligen und verstörenden Ereignissen, Medien und Orten widme, die bei jedem ein ungutes Gefühl hervorrufen werden. Im heutigen Video geht es um etwas, das in Haushalten auf der ganzen Welt unglaublich verbreitet ist: Türklingelkameras. Diese gibt es schon seit einiger Zeit, aber die Einführung von Smartphones hat dazu beigetragen, dass man jetzt von seinem Telefon aus auf die Kameras zugreifen, Benachrichtigung erhalten und sogar mit der Person sprechen kann, die vor der Tür steht. Egal wo auf der Welt wir uns gerade befinden. Während solche Kameras natürlich unglaublich nützlich sind, um fremde Leute vor der eigenen Haustür zu identifizieren, bevor man sie reinlässt, kann es aber auch sehr verstörende Begegnungen geben, die direkt vor der eigenen Haustür stattfinden. Am 21. Juli 2021 postete Amanda Noah auf ihrer Facebook-Seite ein äußerst beunruhigendes Video, das von ihrer Türklingelkamera aufgenommen wurde. Als sie sich gerade auf einen Abend allein zu Hause einrichtete, klingelte jemand an ihrer Tür. Sie überprüfte ihre App und sah einen Mann mit grauen Haaren und einem grauen Vollbart, der unablässig an ihre Tür klopfte und die Klingel betätigte. Amanda kannte diesen Mann nicht, also ignorierte sie das Klopfen, aber der Fremde ging nicht weg. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? Er klopfte nicht nur, sondern wiederholte auch immer und immer wieder denselben Satz. Er wolle mit ihr sprechen und dass er Fragen an sie hätte. Da Amanda allein zu Hause war, rief sie ihren Mann an, um ihm zu sagen, dass irgendein seltsamer Mensch vor deren Haustür steht, und danach rief sie sofort die Polizei. Amandas Mann schaute auf die App in seinem Handy und sah den Mann ebenfalls, ignorierte ihn aber zuerst. Doch als dieser sich einfach nicht von der Tür entfernen wollte, beschloss er, ihn über den Lautsprecher anzusprechen. So, how are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about maybe two of them. Yeah. Can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her in front of her. Can you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape and kill her because I have a knife and a gun. Yeah, and I just, I'm going to knock on her door again. Nachdem er die Frau mit eiskaltem Ton bedroht hat, entfernte er sich von der Haustür. Er schien nicht einmal nervös zu sein, sondern ging einfach seelenruhig weg. Den ganzen Weg über redete er mit sich selbst. Doch unten an der Straße traf er einen anderen Mann und sprach mit ihm. Alright. Are you sure? Are you sure?
Amanda war entsetzt, aber sie hatte auch Angst, dass dieser Mann in ein anderes Wohnviertel gehen könnte und dort jemanden verletzen könnte. Also nahm sie die unheimlichen Aufnahmen auf und postete sie auf Facebook. Und dank dieses Facebook-Posts wurde der Mann tatsächlich verhaftet. Ein Nachbar aus der Gegend erkannte ihn in Amandas Facebook-Post und rief die Polizei, die seine Identität aber nicht der Öffentlichkeit preisgab. Amanda erzählte Reportern, dass sie nie mit ihm gesprochen oder ihn in irgendeiner Weise gekannt hat. Tatsächlich versteckte sie sich außer Sichtweite und blieb in der Leitung der Polizei, bis der Fremde dann doch endlich ging. Amanda war entsetzt, aber sie hatte auch Angst, dass dieser Mann in ein anderes Wohnviertel gehen könnte und dort jemanden verletzen könnte. Also nahm sie die unheimlichen Aufnahmen auf und postete sie auf Facebook. Und dank dieses Facebook-Posts wurde der Mann tatsächlich verhaftet. Ein Nachbar aus der Gegend erkannte ihn in Amandas Facebook-Post und rief die Polizei, die seine Identität aber nicht der Öffentlichkeit preisgab. Amanda erzählte Reportern, dass sie nie mit ihm gesprochen oder ihn in irgendeiner Weise gekannt hat. Tatsächlich versteckte sie sich außer Sichtweite und blieb in der Leitung der Polizei, bis der Fremde dann doch endlich ging. Doch die Geschichte geht noch weiter. Nachdem Amanda das Video online gepostet hatte, ging es viral und lokale Nachrichtensender strahlten das Video aus. Am nächsten Tag hat sich ein Zeuge gemeldet, der das Video auf YouTube gesehen hatte. Er gab an, den Mann aus dem Video in einem Wohnviertel gesehen zu haben, das sich nicht sehr viel weiter weg von dem Haus befand, wo das Video an der Tür aufgenommen wurde. Nachdem er die Polizei gerufen hatte, wurde der verdächtige Mann auch sofort festgenommen. Als die Polizei ihn verhört hat und nach seinem Namen gefragt hat, gab er nur an, er sei der Heilige Geist, ansonsten blieb er still. Doch Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Mann auf den Namen Christopher Sums hört und schon mehrmals wegen kleinerer Delikte wie Diebstahl, Körperverletzung und Bedrohung von Zeugen auffiel. Und ich möchte euch jetzt schon vorwarnen, das Polizeifoto, das von ihm gemacht wurde, sieht einfach nur absolut verstörend aus. Doch das Überraschende an der ganzen Sache ist, dass Christopher Sums nicht immer so aussah. Ein paar Jahre zuvor sah er völlig normal aus und hatte laut seinem LinkedIn-Profil einen sehr gut bezahlten Job und ein wunderbares Leben. Was letztendlich dazu führte, dass sein Leben so in eine Abwärtsspirale geriet, ist nicht bekannt. Einige gehen davon aus, dass er an irgendeiner Art psychischer Störung leidet. Aber auch exzessiver Drogenkonsum kann zu einem solch abnormalen Verhalten führen oder sogar eine Kombination von beidem. Doch egal was letzten Endes mit ihm und seinem Leben passiert ist, für mich ist das Video eines der gruseligsten und verstörendsten da draußen. Kommen wir zum zweiten Teil dieses Videos. Die Anwohner des Lamar Parks in Los Angeles wurden kurz nach 23 Uhr von schrecklichen Schreien erschüttert. Eine Frau schien in extremer Not zu sein und rief lauthals um Hilfe. Während sie um Hilfe schrie, fuhr das Auto, in dem sie saß, mit voller Geschwindigkeit davon. Ein Paar verließ das Haus, alarmiert durch die Schreie und ihre Türklingel. Die Kamera hielt den Moment fest, in dem das Auto davonfuhr, während jemand um Hilfe bettelte. Hier ist das Filmmaterial, das einem einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe ein, dass es sich möglicherweise um eine Entführung handelte,
Tatsächlich sah man einen der Besitzer der Klingelkamera, wie er in sein eigenes Auto stieg, um zu versuchen, dem verdächtigen Auto zu folgen. Es ist ihm jedoch nie gelungen, es einzuholen. Ein anderer Nachbar berichtete, dass er auch eine Männerstimme hörte, die etwas sagte, das wie "I'm sorry" klang, also "es tut mir leid". Zwischen den Schreien der Frau erhielt das LAPD mehrere Hinweise zu dem Fall und konnte das Automodell anhand der Kameras in der Gegend identifizieren. Sie untersuchten auch alle vermissten Fälle, die in den folgenden Tagen in der Nachbarschaft gemeldet wurden. Aber bis heute hat sich keine Spur ergeben und wir wissen immer noch nicht, wer diese Frau auf dem Bildschirm ist oder ob es ihr gut geht. Alles, was wir haben, ist ein gruseliges Video, das von einer Kamera an der Türklingel einer Frau aufgenommen wurde, die um Hilfe schreit. Das letzte gruselige Video, das mit einer Türklingelkamera aufgenommen wurde, führt uns nach North Carolina, wo am 10. Februar 2021 eine Frau nach Hause kam und feststellte, dass die Möbel auf ihrer Veranda umgestellt worden waren, obwohl an diesem Morgen niemand zu Hause gewesen war. Auf der Suche nach einer Erklärung wandte sie sich an die Aufnahmen ihrer Türklingelkamera. Doch was sie da fand, war äußerst beunruhigend. Auf der Veranda stand ein Mann, der ein Messer in der Hand hielt. Er schritt eine Weile auf der Veranda umher und machte sich an einigen Möbeln zu schaffen, um sie zu bewegen. An einer Stelle stolpert er sogar und fällt in einige der Büsche im Garten. Die Frau meldete den Vorfall sofort der Polizei und erzählte, dass dies nicht das erste Mal war. Sie hatte schon einmal bemerkt, dass die Möbel auf ihrer Veranda verstellt waren. Offenbar gab es in der Gegend mehrere Menschen, die stark drogenabhängig waren und unter dem Einfluss starker Drogen standen, was dazu führte, dass sie sich irrational verhalten und sogar aggressiv wurden. Glücklicherweise war niemand zu Hause, als ihr der Mann mit einem Messer in der Hand einen Besuch abstattete. Aber allein die Bilder lassen einem einen Schauer über den Rücken laufen. Der Mann konnte schließlich identifiziert und ausfindig gemacht werden und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Aber die Frau berichtet, dass sie und ihre Familie seitdem Probleme mit dem Einschlafen haben, was ich absolut nachvollziehen kann. Alle drei Fälle, die ich euch hier gezeigt habe, sind zu 100% echt. Prüft immer, bevor ihr eure Tür aufmacht, wer auf der anderen Seite steht und lasst niemals Fremde zu euch rein. Denn man weiß nie, wer wirklich auf der anderen Seite der Türe steht. Danke, dass ihr euch die erste Folge des Gruselarchivs angesehen habt. Alle Episoden werde ich in einer eigenen Playlist hochladen, damit ihr diese leichter finden könnt. Und vergesst auch bitte nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr das Video wirklich interessant fandet. Und ansonsten hören wir uns im